Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ist mein Geburtstag. Boah, klingt, als käme jemand herein. Als Rosado. Die Stimme erkenne ich. Ein Nacktporträt vom Göttlichen. Ein Foto machen. War schon wieder voll außer Kontext. Das ist eine Skizzierung von ihm. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Don, die RP, und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Heute ist mein Geburtstag. Wow, 15. März, geil, ne? Ihr werdet dieses Video aber am 16. März sehen. Was alles hier, weil ich voll den Wind aus dem Video nehme, finde ich, ne? Nein, nicht das. Fällt mir gerade ein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erledigt hier auf Screen. Ich muss halt noch alles nachholen, ne? Ich weiß nicht, warum ich das Thema hier nachgucke, nachdem ich auch freigeschaltet habe. Ich muss es einfach verzeichnet haben, ne? So, ich merke, ich bin voll unvorbereitet. Ich habe mein Textdokument noch nicht geöffnet, wo ich meine ganzen Bahnfähigkeit-Notizen reinpacke, ne? Damit wir uns die anschauen. Weil ich habe natürlich wieder Charaktere vorbereitet, ne? Und zwar habe ich, gehen wir mal alle hier durch, ne? Ja, wir schön Word-Dokument hier vorbereitet und so, ne? Ich habe Chloe mit Sigurd trainieren lassen. Sind nicht so viele, 1, 2, 3, 4, 5 noch. Und ja, beim letzten Kapitel hat man gesehen, ne, da war irgendwie ein geheimes Item, eine geheime Göttinnen-Ikone, die ich verpasst habe. Wie soll man damit schon drauf kommen? Ich meine, mich so dunkel zu erinnern, dass Fire Emblem 4 war ein bisschen kryptischer damals. Von daher, ich habe Rosado mit live trainieren lassen. Da haben die damals noch so gemacht, so, ja, du stehst mit einer Einheit an einem bestimmten Ort auf der Karte, und dann kriegst du einen Gegenstand. Ich glaube, das war eine Anspielung daran. Gut, für dich. So, dann habe ich Etty mit Lin trainieren lassen. Auf der zweiten Stufe. Wir gehen schon auf die Level 10 hoch. Und mir ist aufgefallen, dieser Magier, dieser Level 20 Magier, soll eine Anspielung an, wie heißt er nochmal, Julius aus Fire Emblem 4 sein, der Hauptbösewicht. Und wie hieß sie nochmal? Tiltio oder so? Ne, Ishtar. Und Erika habe ich trainieren lassen mit mir selber. Und ich habe gehört, es soll bei eigentlich jedem Paralog so sein, also bei jedem Nebenquest, dass die Gegner alle irgendwie Anspielungen an Charaktere aus dem Spiel sein sollen. Also einige Charaktere in, keine Ahnung, in anderen Nebenquests, die sollen alle auch Anspielungen an Charaktere aus dem jeweiligen Spiel sein. Und ja, Ishtar, die hatte zum Beispiel einen Foron-Zauber, daran erinnere ich mich noch. Und einer der Magier hat ja auch so einen Foron-Zauber. Diesen super starken Elektroangriff, ne? So. Dann habe ich Ike mit Goldmary und Rosado trainieren lassen, damit die alle Verteidigung kriegen, ne? Und ja, das bedeutet, ich muss mal auf so einige Charaktere, auf so Gegner achten in den Nebenquests, weil die alle Anspielungen sind an verschiedene Gegner aus dem Kapitel. Und Julius war ja der Hauptbösewicht mit einem super starken Feuerzauber angeblich. Also ja, muss ich mal drauf achten.
Die Göttin in der Krone war, glaube ich, auch irgendwie eine Anspielung an ein Kapitel, aber da ich Fire Emblem 4 schon so lange nicht mehr gespielt habe. Okay. Oh, ich habe mir sogar hier notiert. Göttin in der Krone, zwei Magier waren Julius und Ishtar. Da habe ich mir sogar hier notiert. Aber ich glaube, da war, bevor ich hier diesen Schnitt gemacht habe, wo ich das reingeschnitten habe, ne, am Ende des Parts. So, dann haben wir das. Wir machen heute die Hauptstory weiter, weil die Level 5 ist, ne? Wir haben die Unterhaltung schon hinter uns, aber ich habe noch ein paar Unterstützungen freigeschaltet. Die gucken wir uns natürlich auch noch an, ne? Und dann erzähle ich euch gleich, wie es weitergeht, weil er ist ein bisschen komisch jetzt gerade. So, Celine und Kagetsu, los geht's. Na, was reden wir heute? Echt wie Gintoki aus Gintama. Sprechweise. Ich frage mich, ob einige Synchronsprecher ja doppelt sind von den früheren Spielen. Also Free Houses. Ich fand das damals so komisch, als in der englischen Synchron, damals konntest du ja nicht auf Englisch oder Japanisch umstellen, die Sprachausgabe. Aber Chrom, also der einer der Hauptcharaktere von Fire Emblem Awakening, hat die gleiche Stimme wie Ryoma. Also auch einer der Hauptcharaktere aus dem Nachfolgespiel. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, Matt Mercer ist der. Das ist ein sehr bekannter Synchronsprecher. Hört sich einfach mit den Adligen hier an. Muss meine Connections erweitern. Dann haben wir Flamm und Timera. Und wir sind wieder in der Wüste. Wie bin ich hier hingekommen? Leider sieht sie in ihrer weiterentwickelten nicht mehr so gut aus. Putzig, okay. Und dann haben wir noch Clan und Hortensia. Eine andere Zwilling tut sich mit dem Adligen unterhalten. Aber irgendwas sagt mir, es wird nicht so reibungslos ablaufen. Also
Klingt so nervig, オルテンシア王女、勘違いをされているのでは。勘違い？その僕がファンクラブの会長をしているのは。そんな！クランが会長をしているのは私じゃなくて自分の主君のファンクラブだったってこと。すみません。きっとどこかで話がすり替わってしまったのではないかと。 Okay. Aber die Übersetzung unglaublich unterschiedlich. So, dann gehen wir mal raus, oder? Ja, habe ich überhaupt schon angesprochen? Ich ziehe mal andere Klamotten an und sprich die irgendwie näher an. Ne? Ich finde die Klamotten sehen irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie ein Mischmasch, als wäre ich irgendwie ein Samurai. Das ist irgendwie als wäre irgendwie westliche und östliche Hemisphäre aufeinander getroffen und haben irgendwie dieses Gewand erstellt. Das sieht sehr komisch aus. Und dann noch so komische Stiefel. Ugh. Ich weiß nicht, was dieses Outfit soll. Das sieht komisch aus. Wenn ich damit draußen rumlaufe, dann verprügeln mich die Leute. So, aber ich merke gerade, ich habe immer noch Dings hier offen. Ey. Warum? So. Ich habe immer noch, ist ja was Neues gespawnt. Ja, da unten rechts. Ich war noch nicht fertig mit allen, aber ich konnte auch nicht weitermachen, weil ich wollte heute erst weitermachen mit den Erkunden und so. Aber der Grund, warum ich das nicht gemacht habe, liegt daran, weil ich nicht mit den Leuten sprechen kann, ohne dass am besten zeige ich euch das mal, ne? Ohne dass das hier passiert. Heute ist euer Geburtstag, richtig göttlicher. Ich habe euch gesucht, damit wir zusammen feiern können. Und ja, jeder gibt mir ja irgendwie anscheinend ein Item. Und das ist cool, weil mein Geburtstag ist, 15. März. Ne? Hier sieht dieses Video am 16. März, aber das soll ja nicht ändern, dass ich heute Geburtstag habe. Ne? Go me. Und ja, ich kann mit dir nicht sprechen. Ja, entweder er oder Timera stehen immer da und ich kann dann irgendwie nicht mit denen interagieren, weil die Musik spielen. Oh, Ike, gib mir Ike irgendwas. Heute hast du Geburtstag. Ich weiß nichts Cooles zu sagen, aber ich wünsche dir alles Gute. Das ist ja noch nicht mein Gegenstand, weil du nicht existiert, ne? Heute ist euer Geburtstag, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch. Wie alt seid ihr nun genau? Ah, Timera sorgt für die Musik hier im Hintergrund, sehe ich gerade. Heute ist euer Geburtstag, göttlicher. Bitte schenkt mir die Ehre, einen Kuchen für euch backen zu dürfen. Dörfleisch, hey, ich spiele gerade Octopath Traveler 2. Dann bin ich Dörfleisch am Sammeln. Jetzt treffe ich hier schon wieder Dörfleisch. So, also ja, ich konnte nicht irgendwie weitermachen, weil jeder mir irgendwie so einen speziellen Dialog gegeben hat und mir was gegeben hat und so, von daher konnte ich halt nicht weitermachen, ne? Weil ich das ja zeigen möchte, ne? Also ja, wir reden jetzt hier mit jedem einmal, ne? Herzlichen Glückwunsch, heute ist ein besonderer Tag. Ich mache dir ein einmaliges Angebot, ganz kostenlos zur Feier. Gib mir so eine ultimative Waffe. Also cool, ich wusste, irgendwas passiert hier an meinem Geburtstag. Vor allem, also ja, das war interessant. Hey Live, ich bin froh, wieder zurück zu sein, doch. Hey. Dusch.
Du tust mir gar nicht zu meinem Geburtstag gratulieren. Na, ich glaube, Ike, weil ich Ike ausgerüstet habe, ne? Nö. Warte mal, Erika. Der Charakter, den ich ausgerüstet habe, steht immer hier. Danilo, bitte lass mich da den glücklichsten aller Geburtstage wünschen. Danke. Wäre irgendwie gut, wenn man irgendwie mit jedem Charakter Supportpunkte bekommen würde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich kann doch gar nicht glauben, dass ich euch wirklich mal ins Gesicht sagen würde. Das muss geballt sein. Das sind alles Geschenke, die ich hier gerade bekomme. Super duper. Glückwunsch zum Geburtstag. Wir sollten uns alle einladen und monströse Party und eine monströse Party schmeißen. Ein Poesiebuch. Okay, du tust mir nicht gratulieren. Oh. Also ich weiß nicht, im Fire Emblem Fates Stop, Fire Emblem Awakening haben die, glaube ich, so eingeführt, ne? Ich wusste doch, sobald man irgendwie Geburtstag irgendwo eintragen muss, dann muss man irgendwie ja, dann kriegt man, passiert irgendetwas, ne? Genshin Impact habe ich auch irgendwie einen Geburtstagskuchen gesendet bekommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ehrlicher. Also ich habe es gesagt, ich war nämlich deswegen etwas nervös. So, und das ist ehrlich gesagt nicht schlecht, weil wir kriegen ja so viele Items, die kann ich dann alle an die Charaktere verteilen. Und den ganzen Leben lang habt ihr geschlafen, als ich euch zum Geburtstag alles Gute wünschte. Heute überwältigt mich meine Gefühle. Okay. Hi. Ich habe die Tage erzählt, bis ich euch alles Gute zum Geburtstag wünschen könnte. Nun, habe ich jetzt das, habe ich das getan. So, die Geschenke werde ich aber natürlich alle erstmal beim nächsten Mal hier verteilen. Hey, ist heute nicht euer Geburtstag? Ja, ich hatte recht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, blöde ist, nicht all, jeder Charakter läuft hier rum. Das stört mich ein bisschen. Das heißt, einige Charaktere werden mir nicht zum Geburtstag gratulieren, außer vielleicht am Ende des Tages, wenn ich nicht so lange brauche heute. Ne? Wir haben jetzt 20 Uhr, wir haben jetzt 8:30. Und wenn ich jetzt nicht 5 Stunden brauche, na, aber da wird, glaube ich, nichts, ne? Das heißt, einige Charaktere werden leider verpassen, mir zum Geburtstag zu schenken. Ich könnte auch die Ingame-Clock irgendwie ändern, ne? Geht das? Bestimmt, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, göttlich. Ja, ich hoffe, dieser Tag wird für euch ein wunderbarer Tag, voller Wunder. Den nehmt meine aufrichtigsten Wünsche zum Geburtstag an, göttlicher. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heute werde ich im Licht des Mondes und der Sterne einen Tanz aufführen, um euch zu feiern. Ja, die Geschenke werde ich all beim nächsten Mal hier verteilen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ehrlicher. Ich fühle mich geehrt, dass ich in der Geschichte eures Lebens eine Rolle spielen darf. Mir muss gebalsam. Herzlichen Glückwunsch, göttlicher. Auf ein weiteres Jahr. Eure Muskeln wachsen mit euch. So, ich glaube, da war es, ne? Hier oben war keiner, ne? Okay, schöne Mechanik. Jetzt habe ich eine Menge Geschenke, die ich hier verteilen kann, aber die werde ich jetzt nicht verteilen. So, und da ich dann mit niemandem ja reden konnte, ohne natürlich einen Dialog kam, warte mal, eine Angel muss ich noch, glaube ich, ne? Steht ja auch noch einer. Okay. Zum Geburtstag, ehrlich, ja, ich habe es geschafft, euch am richtigen Tag zu gratulieren. Da lobe ich mich selbst. So, ja, weil ich das heute machen wollte, aber heute mein Geburtstag war, haben die alle irgendwie solche Sprüche abgelassen und die wollte ich natürlich zeigen, weswegen ich nicht weitermachen konnte, ne? Und mir fehlen nur einige Sachen. Ich muss noch angeln gehen, ich muss noch hier mein Weibern hier durch die Gegend fliegen, ich muss noch Krafttraining machen, also das mache ich dann jetzt auch alles, ne? Aber ich mache dann einen Schnitt, bevor wir hier fertig sind, ne? Da treffe ich euch dann schon auf der Weltkarte. Und ich werde aber auch noch jemand essen gehen. So. Ich hoffe, ich tue nicht ein Dings noch frei. Obwohl, da kann ich ja noch alles gucken dann. So, wen haben wir denn hier noch? Butcheron. Aber ich will erstmal die Hauptcharaktere. Also. Temera. Und
Palett. Du bist doch der Gefolgsleutin, oder? Egal. Geübt. Stärke, Resistenz. Also was? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Wenn sie geübt darin ist, müsste halt ja eigentlich gut sein, ne? Hackfleischklößchen. Aber verzichte mal zwar auf einige Werte, aber irgendwie bin ich heute positiv, dass wir Hackfleischklößchen mit Gemüse. Dass wir heute vielleicht etwas. Dass wir es etwas einfacher haben als mit den anderen Kapiteln in letzter Zeit. Einfach nur, weil wir so ein bisschen Training in hatte. So. Das hat es jetzt besser gebracht. So, fette Bonus bitte. Hey, trotzdem Geschicklichkeit. Okay. Die Ration kann ich dann wieder in den Boden werfen. Nach dem Kapitel. So, wie sieht's hier aus? Da habe ich wieder ein paar Sachen rum. Alter. Ich habe auch jetzt keine Dinger mehr. Ich benutze jetzt eigentlich nur um Fähigkeiten hier. Mein Emblem und so zu bekommen. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt noch kurz angeln, ich werde noch hier Krafttraining, Weibern reiten und alles was machen, ne? Und dann mache ich einen, also ich mache hier jetzt einen Schnitt, aber ich sehe euch dann auf der Weltkarte wieder, ne? Und ja, gut. Die Geschenke verteilen, also die ich jetzt hier gerade bekommen habe, also hier all das, das werde ich alles beim nächsten Mal machen, ne? Diese Pots laufen ja nicht weg. Weil ich will ja heute jetzt, dann sitze ich ja schon wieder, weil ich eine halbe Stunde hier gleich die Geschenke zu verkaufen. Deswegen machen wir das jetzt hier schnell, ne? Also gut, ja, ich mache einen Schnitt hier und ich sehe euch dann gleich auf der Weltkarte wieder, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder auf der Weltkarte. Wir sind hier auf Kapitel 18, in Kapitel 18. Aber theoretisch stehen wir auf Kapitel 18. Jetzt, wo ich dran nachdenke, ne? Und ja, wir entern heute Kapitel 18, Route nach Illusia. Ich glaube, die das Kapitel hieß eine kalte Reise. Ja, habe ich mal verwechselt mit eine kalte Riese. Und dann denke ich mir mal, warte mal, ein schreibst du noch nicht eine, ne? Und dann sehe ich, oh ja, eine kalte Reise, nicht eine kalte Riese oder so, ne? Und ja, vor 5 Stunden war mein letztes. Das kann aber nicht sein. Ich habe doch nicht 5 Stunden lang ja Preparations gemacht. Was? Okay, keine Ahnung. Das war vorm Kampf, glaube ich. Keine Ahnung. Egal. Kapitel 18. Route nach Illusia. Nachdem die Gruppe die Wahrheit über Vale erfahren hat, bricht sie auf nach Illusia. Ja, wir waren ja hinter ihnen her. Oh, wird das ein Schiffslevel sein? Oh, oh. Die haben einen sehr berüchtigten Ruf in Fire Emblem. Oft sehr schwierig und nervig zu sein. Na, gucken wir mal. Eine kalte Reise. Ist das, wo Anna herkommt? Sie kommt doch irgendwie aus dem Wintergebiet. Oh. Oh, der Typ sieht komisch aus in dieser Grafik. Den haben wir bis jetzt nur in Cutscenes gesehen, oder? Oh. Ja, irgendwie sind die ohne Ende am Fail, ne? はい。ベイルはどうしている？深く眠っておられます。しかし、何度竜の衝動を強めても、邪竜の娘たる人格が目覚めることがなく、あるべき自身の姿を否定するのは愚か。 これを持て。これ。あ、ない。俺の力を込めた魔法だ。お前の実力を何倍にも引き上げてくれよ。俺の力。そしてお前の術をもってして、ベイルを完全なものとする。なんか、完全なものとする。 Final Fantasy 6.
ベイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された流石が今も砕けていないとか。ですが、ソンブル様のお言葉こそまこと。 ベイル様は何か勘違いをなさっていたのですが、千年前。まあまあこのリスクはあるけどね。中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名は。スピオよ。 これはスマイルだべ。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はその無垢を回収したか。いえ。では。 Okay, wir sind voll im Eimer. Keine Sorge, alles ist okay. Wenn du das eine Ding gemacht hast, habe ich nicht. Dann ist nicht alles okay. Was für ein Dialog war es gerade? Vergiss es, wir sind alle im Eimer. Sowas von tot, Mann. ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。 奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。モリオン王とハイヤ神祖王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。 イルシオンについたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。指輪の数で勝っているとはいえ、返り討ちにされては元も子もありません。それから欲しい情報がもう一つ。もう一つ？ベイルが無事かどうか気がかりです。別にしょうな。確かに。ただでは済まなそうだったな。本来の人格を消したる気かしら。 あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの敵です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。Sophia erinnert mich irgendwie。Ich weiß nicht, wie sie nochmal hieß aus Fire Emblem Awakening. Gab's da auch irgendwie so eine Drachenreiterin, die irgendwie Handlangerin von einem der Hauptbösewichte war. Na, zum nächsten Hauptbösewicht hingesprungen ist, keine Ahnung. Also der Drachen, irgendwie. Die war auch irgendwie, war er nicht. Hart Onesama Vibes. Ich bin relevant. War auch sehr aufreizend gekleidet. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. この会場で
Und überraschenderweise auch etwas dunklere Hautfarbe. Okay. Gut. Wird das hier ein Schiffslevel sein? Wir waren auch auf dem Schiff, ne? Kein Schiffslevel, bitte kein Schiffslevel. Die sind furchtbar. Was ist Fire Emblem? Oh Gott. Abym besiegen. So, 12 Einheiten. Ich habe 12 vorbereitet. Nur so, um sicher zu gehen. Okay. Ja, und das ist ja so ein Muster Schiffslevel in Fire Emblem. Man hat zwei Schiffe. Man ist in der Mitte. Links und rechts von einem sind zwei Schiffe. Das sieht aus wie so ein Kapitel aus Fire Emblem 7 oder 8. So. Das heißt, hier gibt's was zum Kotzen ist immer. Hier sind wahrscheinlich voll viele fliegende Einheiten, ne? Die von überall immer kommen werden. Ne? Im Fire Emblem 7 war das furchtbar. Da kam von überall immer fliegende Einheiten und ja, wenn ich auf den Schiffen so blöde rumbewegen kannst, ist halt irgendwie immer furchtbar, sich zu bewegen. So, ich bin schon überrascht, dass hier niemand auf unserem Schiff ist am Start. So, hier sind Schatztruhen, aber ich glaube nicht, dass hier Diebe auftauchen, weil wohin sollen die fliehen, ne? So, ich suche ja einen Boss. Wo ist hier ein Boss? Okay, gehen wir mal so lang. So, Level 5. Ja, natürlich sind die Level 7. So, und jetzt kommen sie alle schon mit ihren Klassenfähigkeiten, weil jede Einheit über Level 5 hat ja jetzt schon eine Fähigkeit. Jeder entwickelte Einheit. Die KP der Einheit gleich 100%, wenn die Einheit Koop schlagen. Auf jetzt greift sie zweimal an. Oh ja. Du Linden, ein Gelehrter aus der Lusia, er besitzt großen Hunger nach Wissen, den er mit Experimenten stellt. Auf ein Experte ist die Einheit im Kampf mit einer Waffe ausgerüstet, deren Level niedriger ist als der gegnerische Waffe. Erhält sie im Kampf Crit plus 20. Was ist die Einheit im Kampf mit einer Waffe ausgerüstet? Der Level niedriger ist als der der gegnerischen Waffe. Was bedeutet das? Also wenn er jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Feuer gegen jemanden einsetze, der weiß ich nicht, 11 Feuer hat, ist das dann plus 10 Crit oder plus 20? So, ist das eine rekrutierbare Einheit? Er ist nicht der Boss, ne? Der Boss hieß irgendwie Abym, ne? Ist ein Weiser, ein mystischer. Ist aus, als könntest du irgendwie ja verwandt sein mit den einen Typen. Von den Bluthunden. Ich sehe immer noch nicht den Boss irgendwo. Gegner haben auch nichts hier zum Droppen. Da. Schmetterschlag plus für die Einheit ein Erklärung. Die KP der Einheit zu Beginn des Kampfes unter 50%, erhält sie im Kampf. Und ein Tomahawk. Boah. Aber sie hat keinen Crit. Eine Generalin aus Illusia kommt ihren Pflichten hingebungsvoll nach. Ich glaube, der Typ ist eine rekrutierbare Einheit, ne? Oder der ist einfach nur ein Boss. Aber der hat einen persönlichen Skill, ne? Waffenexperte, das ist ein persönlicher Skill. Sie hat zum Beispiel keinen persönlichen Skill, ne? Ich glaube, er ist rekrutierbar. Aber mit wem, ne? Mit meinem Hauptcharakter wahrscheinlich, ne? So, egal. Ich habe 12 Charaktere vorbereitet, ne? Ich habe ein Heiler. Ich habe wo hier zwei Heiler. Ich muss sie mal oben erst platzieren. Ich weiß nicht wieso. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich sehe gerade, hier ist nirgendwo was so Mojonaka reinstecken kann, ne? So Sachen Gebüsch und so. Ne? Ne. Glaube nicht.
Okay, ich habe hier ein Geschütz anscheinend. Alles klar, das sieht lustig aus, der Kapitel. Da müssen wir irgendwie Yunaka so trainieren. Ohne irgendwie... Da ist sie ja nicht mehr so stark, weil halt... Weil sie keinen Ausweichbonus bekommt. Ne? Ich meine, sie hat natürlich das Ausweichen von 94, das heißt, sie wird wahrscheinlich sowieso immer nur so mit, weil nicht 40-50% getroffen. Aber ja. So, ich habe alle Ringe, alle wichtigen verteilt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ich wollte schon sagen, wir haben noch mehr, ne? So, 8. Und 4 gibt es noch, ne? Jetzt fehlt noch Marvs, Celica, Mikaya und Roy, ne? Cool. Die kriegen wir auch noch. Aber nicht in diesem Kapitel anscheinend, weil hier niemand mit dem Ring ist. So, was mache ich denn das erst, ne? Hier sind so Geschütze, was voll nervig ist. Also ich kann mich nicht hier irgendwie rannähern, außer ich sorge dafür, die erstmal ihre Dinger hier verballern. Ihre Geschütze. Aber ich nehme an, wir schleichen uns dann hier so überall dran an die Leute. Locken hier den an und den. Ne? Also solange ich hier Leute drin packe, die hat tanken, sollte das eigentlich gut gehen. Nur wen, ne? So, ich gehe mal nicht drauf ein, wem wir alles mitnehmen, ne? Seht ihr ja, ich habe niemanden, der irgendwie tanky ist, ne? Also ich kann die irgendwie nicht anlocken. So, Silber Axt, ich könnte, ich habe doch bestimmt ein Beibandschwert, ne? Hätte ich immer normalerweise meinen Hauptcharakter gebe, aber was ist ein Weibertöter, ne? Ja. Dann packen wir dich nach oben. Dann kümmern wir dich um diese Weibernritter, hoffentlich, ohne zu verrecken. 40 Schaden, ja. Wenn du vom Bein getroffen wirst, dann bist du tot, aber du wirst nicht vom Bein getroffen, ne? Und du Ausweichen 93 hast und die haben einen Treffer von 120. Das heißt, 7. Die haben eine Trefferwahrscheinlichkeit von 27. Das passt. Jetzt den Kampfgeschicklichkeit. Okay, Lapis, du kümmerst dich um die beiden. Die kann sogar beide anlocken. Okay, haben wir das schon mal erledigt? Dann muss ich ja Leute haben, die sich um die Typen kümmern. So, das Problem ist, die kriegen alle Crit plus 10, wenn sie angreifen. Die haben schon Crit. Das heißt, sie haben Crit 24. Das heißt, ich muss hier jemanden reinschicken, der auch Crit abfährt. Mhm. Ja, wie viel Schaden macht ihr? 36. Das heißt, ich bräuchte jemanden, der tankier ist. Sie ist tanky. Weiß nicht wieso, aber sie ist tanky. So, wo ist er? Alfred, wo ist er? Ich hatte dich doch gerade gesehen. Ah, nee, ist Marin. Hier ist Alfred. Er ist auch tanky. Ja, so ein bisschen so. Da sind ja auch noch welche. Boah. Das heißt, wir locken ja eigentlich alles die Gegner an. Ne, würde ich sagen. Ganz langsam. Und dann wird das alles ganz chillig, ne? Um die Schatzung kümmere ich mich jetzt nicht so schnell, ne? Ich nehme jetzt mal an, da geht niemand auf die los. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob hier Diebe sind, aber wohin sollen die rennen, ne? Die können nirgendwo hin rennen. Von daher klappt das schon. So, rein da. Ach ja, das Ding habe ich auch noch. Wen kann ich da reinpacken? Muss ich da Magier oder Schützen reinpacken? Tut eine Einheit ein Flammenkanonenfeld, jetzt die Zugriff auf Befehl abfeuern. Okay, da ist
Diamant drin, also nicht mal jeder kann das benutzen. Feuergeschosse richten rund um ihren Einschlagsort Flächenschaden an und lassen das Gelände in Flammen aufgehen. Macht das Getroffene mit mindestens 1 KP überleben und auch einen Verbündeten getroffen werden können. Illusia. Auch hätte ich eine illusische Person hier reinpacken sollen. Ich habe aber meinen Hauptcharakter da rein. Habe ich überhaupt jemand von Illusia? Ich glaube nicht, ne? Hätte ich irgendwie Ivy oder Hortensia mitnehmen sollen, ne? Okay, Wir sollten mal ruhig näher kommen, ne? Hey, die Musik kommt mir bekannt vor. Ja, die haben wir schon mal gehört, ne? So, was hatte ich gesagt? Sie kommt hier hin. Sie dürfte eigentlich nicht von beiden getroffen werden, ne? Okay, da geht ein bisschen ausweichend flöten, aber... platzieren wir sie als letztes. So, wir müssen jetzt einzeln die Leute hier alle an. Visieren. Ich denke mal, was das Ausweichen erhöht. Nö. So, ich pack dich mal daneben. So. Problem ist, ich bin ja überall in Reichweite mit Ball. Mit allen. So, oh, du hast einen Sonnenbogen. Das heißt Magie. Magieangriff. Das heißt, dich kann ich dahin schicken. Mehr noch Resistenz. Du. Du hast bestimmt nicht so viel Resistenz, ne? Na, packen wir ihn da rein, ne? 18. Nein. Packen wir dich rein. Wir sollen aber nicht frecken, ne? Oh, die kümmere ich mich, glaube ich, noch nicht, ne? Obwohl mehr Leute wir anlocken pro Zug, desto besser, würde ich sagen. Aber das noch mal Geschicklichkeit plus 5. Das vom Gegner nicht besetzt werden kann. Oh, okay, also. Ja, Geschicklichkeit plus 5 ist aber eine Menge. Aber nicht so ein Miniaturbogen etc., ne? So, wir müssen halt ein bisschen Schaden hier nehmen, würde ich sagen. 94, ja, da wir treffen. So, dich kann ich, glaube ich, nicht dahin putzen. Da kommen nämlich beide Leute an ihn heran. Okay, wen habe ich hier noch anvisiert? Dich. Ja, weiß nicht. Da können wir halt nicht so viel Schaden hier machen. So, magische Artillerie. Da kann ich zum Beispiel. Ich könnte dich da eben packen. Du könntest. Kannst das Ding ja so lange abfeuern. Weißt du, die Strategie, ne? Ich habe keine Ahnung. Wer trifft mich da hinten? Na? Irgendwie war ich von zwei Leuten da getroffen. Ja, okay. Ja, okay. Das ist die Reichweite von dem, wenn er in Dingen drin ist, ne? In der Artillerie. Aber die werden ja nicht beide... Wenn er nicht beide da reingehen können.
Ja. Dich hier hin, du gehst auch dahin. Und du machst hier. So, und hoffentlich funktioniert das, ne? Ich hoffe ja, sie wird nicht vom Bein getroffen, weil sonst wird er ja voll nervig gerade. Nett. So, und dann warten wir hier, ne? Hey, was geht? Bitte krit mich nicht. So. So macht man das. Ich glaube, ich habe da keinen Heiler in der Nähe. Trotzdem auch voll viel Schaden. Oh, sehr cool. Deswegen habe ich immer Angst vor so kleinen Crit-Chancen, ne? Die können immer treffen. Das ist ja mal Pandreo. Tankt dann hier diese Angriffe. Jetzt bitte mal nicht getroffen. Oh, das ist nicht gut. Oh, sehr gut. Oh Gott. So. Okay, da sind echt Diebe, ehrlich. Lass mich auf den Arm nehmen. Oh Gott. Das sind viel zu viele Leute, die sich gerade bewegen. Hallo? Warum? Wohin flüchtest du hin? Oh. Will mich darum auch noch kümmern, ey. Wie soll ich denn das machen? Der, das ist der, ne? Kann ich den Wort wirklich mit einem Schlag einfach wegpusten? Ach. Oh Gott, ich hasse die Situation jetzt schon. Ja, die können mich alle von so weit treffen. Okay, wo ist mein Tänzer? Ja. Yeah. Na gut. So, er hat sich nicht bewegt. Also vielleicht, wenn ich hier nicht so viele Leute getriggert hätte, wäre es besser gewesen. So, ihr habt 32. Ich kann nicht gegen all die ankommen. Was wird hier? Ne, nicht gut. Jawohl, ich habe Erika. Erika hat Behutsamkeit. Hm, ist das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja schon direkt um den Dieb kümmern, ne? So, ich muss dich erledigen. Problem ist, Lapis wird in Reichweite sein. So war mal so, ne? Ich würde am liebsten jemanden heilen, aber geht ja nicht. Sind ja schon wieder 15 Leute auf einmal gekommen. Da war ein sehr gutes Level up. So. Na, warte mal, wenn ich dich hier packe. So, und genau deswegen habe ich hier ein Dings gegeben. Mit dem Motor jetzt sie nichts abgezogen. Außer sie kriegt. Oh, du bist jetzt in Sicherheit, ne? Perfekt. Oh. So.
So, dann. Was Schaden machst du mir? Hey. Hm. Ich auch nirgends mehr hinpacken kann, ohne dass sie getroffen wird, ne? So, auf den Stress mit dem blöden Typen da habe ich echt keine Lust, ne? Deswegen machen wir den jetzt schon fertig, ne? So. Ja, haben wir die Situation schon erledigt. Ich habe ja nichts an Erfahrung gegeben. Ah, natürlich reichst du uns alle. So, ich muss mal ein bisschen hier losgehen. Aber kann ich dich mit links erledigen? Mit Donnerschwert von hier aus. Nö. Problem ist, ich krieg den nicht down mit meinen Liberation. Aber hier wird krieg ich dich down. Der Grund, warum ich das mache, ist, damit ja mich in der Licht krieg. Wenn wir ein Schwert hier rumlaufen. Das habe ich nur, als ich auch mit ihnen ja überlebe. Ich glaube, er wird ja von einigen Leuten angegriffen gerade. Ja. Nicht so gut. Er trifft, du triffst, du und du, cool. Nee, du triffst nicht. Aber nicht so viel. Warte mal, wieso triffst du? What? Ich sehe auch den blauen Bereich da. Er hat doch nicht 3 Reichweite. Er wird hier stehen. Dann kann er ihn. Was? Wieso bist du in Reichweite? Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Dünte. Was? Sie angriff mal. Du dürftest ihn eigentlich gar nicht treffen. Das Ding lügt mich ja an. Was? Dann mache ich dich eben platt irgendwie. Wird schon irgendwie klappen. So, jetzt muss ich aber die Situation hier erledigen. Ne? Die sind 15 Leute. 15.000 Millionen Leute. Da kann ich nicht hin. Was ich machen könnte, ist, ich muss auf, ich meine, ich muss definitiv hier tanzen, aber da kann ich sie nicht platzieren, weil jemand muss hier stehen und er steht schon hier. Hier habe ich keine Magier. Ja, ganz ihn erledigen, das ist cool. 32. Ich muss einfach jeden Killer abgreifen, den ich greifen kann. Da habe ich halt nicht so viele Leute antriggern sollen, ne? Meine Feinde ohne euch hätte ich nicht so hoch leveln können. So.
Die sind nicht so stark. Naja, wenn ich die beiden erledigt kriege, dann ist okay. Das sind 16, ne? War das? Okay, sie überlebt das auch. Okay, das heißt, sie kann. Ah, sie killt natürlich wieder nicht, ist klar. So, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, was ist das denn schon wieder? So, ihr habt bestimmt mehr als... Nö, habt ihr nicht. Dann machen wir es so. Ah, sie wird aber trotzdem als erstes angegriffen, ne? So, du hast einen Speer, cool. Ach, vergesst doch. Aber dann kommt er jetzt gleich nicht. Egal. Aber warte, jetzt habe ich ihn da hinten hingepackt, ne? So ein Mist, ey. Boah. 36. Sie ist tot. Verdammt, ey. Kann ich schon vergessen, ja, eigentlich. So. Was ist mit der Reichweite hier? Das Spiel sagt mir, ich bin in der Reichweite von dem. Das stimmt doch gar nicht. Alter, was ist das? Vielleicht, du überlebst das gerade so. Ich müsste dich hier hinpacken, damit niemand Etty erledigt. Ja, dann müssen wir halt hier verschwinden, ne? So, der war der mit dem Ding, ne? Mit dem, ja, mit dem Sonnenbogen. Da muss man nicht hier hingehen, ne? Ich habe Elfenwind. Haha. Zack. Zack. Stärke. Cool. So, 1, 2, 3, 4. Verdammter Dreck, ey. So, dann machen wir. Entschuldige, was? Was habe ich meinen Tänzer-Typen hier wegbewegt, ne? Das ist aber auch wieder eine unfaire Situation. Er sagt mir auch, ist ein Reichweite. Okay, was ist deine Trefferchance? Du bist ein General, du bist aber nicht so eine hohe Trefferchance haben, ne? Haha. Ey. Seit Elfen, ne? Elfenlicht. So, meine Wahl wäre jetzt irgendwie jetzt entweder hier reinzugehen oder nicht, ne? Warte mal, ich kann den ja machen. Wenn du voll geeilt bist, dann bist du ja wohl nicht frecken, oder? Obwohl, der macht eine Menge Schaden, ne? Er hat 40. Ah, macht den mit einem Schlag weg, ey. Ne, 29, ja.
Alter, was soll's denn da machen, wenn die ja schon alle auf dich loskommen? Warte mal hier. Ja, die überleben dann sowieso alle mit Einschlag, ne? Boah. Ja, schon hoffnungslos hier gerade. Ja, kannst du schon vergessen, ja, eigentlich. Ne, dann war schon wieder alle hier getriggert werden, ne? Ah, ich mache mal den hier jetzt, ne? So. Mal sehen, ey. Wir können uns irgendwo alle an einen Ort verschanzen, würde ich sagen, ne? Was, gehen wir alle an einen Ort, ne? Was klingt das? Warten wir erstmal, bis der Ansturm ja vorbei ist. Wow, machen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nie, wie die KI mal erst hier reagiert auf meine Aktion. So. Jetzt mal hier rein. Wahrscheinlich bewegen sich gar nicht alle auflöslos, ne? Oder auch nicht. Naja, ich weiß. So, jetzt machen wir den Typen ja kalt. Boah, der sich hier die Schatzruhe einklagen kann. So. Jetzt tun wir uns ja locker dran schleichen an dem Gebiet. Guck mal jetzt, wie wenig Leute sich jetzt hier wieder bewegt haben. Ich mich ja locker um die alle kümmern. Das ist ein Magier, auch ein Magier. Hm, warum? Also. Naja, lass mal ihn als Erstes. So, dann gehen wir da mit dem Wurmtöter mit 0% Kill-Chance. Deswegen ihrer komischen persönlichen Skill, ne? Situation trotzdem 1000-mal angenehmer als vorhin. Mhm. Ich meine, du kannst niemanden hier erledigen, ne? Lass ja nicht mal jemanden doppeln. Was zum schaffen hat. Ich verschanze mich einfach mit allen Leuten da oben. Diese Macht kann sie schon was schmecken.
nehme mal an, wir brauchen nicht hier unseren Tanzmove, ne? Irgendwas war zu 100% trifft, danke. Und schaffst du ihn zu erledigen? Wer ist da? Oh, wow, kurz beinahe. Ihr trefft sich halt an. Aber den ja. Weiß ich nicht, ob das genug war. Ich glaube, das war gar nicht genug. Damit vergiften wir das schon, ne? Huh. Ah, Gott sei Dank. Okay. Getroffen werde dann. Wäre ein bisschen doof, aber okay. So stark, ne? Ach ja, ich kann sie ja bewegen. Mhm. Ich glaube, wenn ich ihn hier im Paket ist, hat eigentlich schon in Ordnung, ne? Sie hat jetzt das krasse Silberschwert von Diamant, dem sie leider nicht doppeln kann. Hiermit doppelt es aber. So, du hast einen Angriff von 40 mit der Silberlanze. So, ihr werdet mich nicht beide treffen können, oder? Doch. 38 und 40. Wir sind 15 und er überlebt hat. Vielleicht weicht der sogar aus. Habe ich gut gemacht. So, ich glaube, wir haben es hier. So, den haben wir auch. Ich gehe einfach mit Abwertung hier rein, damit der ja schön tankt. So, wenn ich hier hingehe mit 35, was ist das hier? Ja, gleich noch, während sie angefangen. Was schon? Was? Ich könnte jetzt
dich eigentlich mit Dings hier angreifen, mit Corin und festnageln. Mich dann gemütlich aus der Ferne angreifen. Wie sieht es mit deiner Crit-Chance und also was aus? Crit-Abwehr wird hier jeder überleben. Geht schon. Passt schon. Aha. Jetzt er. Zwei Schaden. Okay. Habe ich auch vergessen, Fogado und Schwert auszurüsten. Aber er war sowieso dahinter. Okay. Vergiss es. Okay. Kommen langsam näher, aber wir sind hier relativ sicher, glaube ich. Ich kann zum Beispiel mit dir hier angreifen. Nein, kann ich nicht. Das ist ein Speer, 38. Warte mal, sie kann sich da wegbewegen. Und der von unten. Du. Ist ja nicht erledigen. Irgendwo bin ich auf der anderen Seite. So, sie kann sich wegbewegen. Von da ist cool. Das ist unglaublich stark. Alter, diese Werte. Was, ich bin ein schönes Mädchen. So, ja, ich meine, du musst ihn erledigen. Perfekt. Ich wollte schon sagen, der muss jetzt treffen. Als wäre es schon wieder nur fast getötet. Und fast getötet ist es nicht getötet. Oh, kann ich dich erledigen? Stimmt nicht, ne? Aber mit Hilfe von Yunaka wird das schon. Und am besten, wenn ich dich nur erledigen könnte, ne? Perfekt. Ah, verdammt. Aber ist okay. Wenn ja alles gleich tot ist, geht das. Ja, gar kein Heiler zur Hand, der in dieser Runde heilen kann. Da überlebt mal hier jeder. Ich habe natürlich alles meine schwächsten Charaktere im Moment mitgenommen, ne? Ich glaube, da muss ich nicht erklären, ne? Ah, ich kann dich nicht dahin packen, ist klar. So, wenn ich dich da reinpacke. Das kann ich machen sogar. Zack. Deswegen Lucina, ne? Der die ganze Zeit dabei ist, ne? So, du kannst nur auf sie losgehen.
Ihr trefft sie alle nicht. Okay, perfekt. Ich kann versuchen, ihn anzulocken. Nee. Nee, kann ich nicht. Ich könnte aber da komme ich nicht hin, ne? Nee. Nee. Nee, da komme ich nirgendwo hin. Nee, okay, dann geh du mal da hin. Kümmere dich mal um den Typen, ja? Oder schwäch den mal ein bisschen an. Irgendein Magier, ja, habe ich mehr oder weniger. Ich habe zwei sogar. Weil ich hier Donnerschwert habe, wie blöde. Weg. Alter. Warum seid ihr alle so stark? Aber Klein ist auch irgendwie voll schwach auf dem Bus, ne? Wenn es mit Magie geht, ne? Wenn es um Magie geht. Vom Schaden her jedenfalls. So. So, und ich kann nicht hier platzieren, ohne dass du getroffen wirst von irgendjemandem. Perfekt. Sehr cool. Aber nicht so gute Level Ups. Meine Stärke und Verteidigung ist nicht schlecht, aber muss schon mehr sein. Ja. Nett. Donnerschwert ist sehr gut bei ihr aufgehoben. So. Ich könnte den ja machen, ne? Problem ist, sie sind alles wieder Heiler, ne? Oder? Oder? Keine Heiler hier? Keine Heiler. Ha. Dann lohnt sich das ja. Schaden würde ich nehmen. Nee, lass mal. Ja, machen kann es. Obwohl, das mach mal doch. Ich habe 7 Schüsse davon. Ich weiß noch nicht, ob ich kontern kann, wenn ich das mache. Na, mach mal. Feuer frei. Oh, haha. Sehr viel überpowert, als ich gedacht hätte. Okay. 92% getroffen, natürlich. Selfie. Das ist Level Up. Glaube ich besser, ich einschätze. Okay, so jetzt kommen sie natürlich wieder alle.